Ich muss die wirklich wieder. Das bei einem Intensivpatienten muss man 24/7 darauf vorbereitet sein, dass irgendwas passiert. Immer auf Alert. Wir wissen nicht, wie können wir therapieren. Es gibt ja keine richtigen Studien, ist ja was ganz Neues im Moment, ne? Ist die Machtlosigkeit, wir stehen daneben und man versucht halt das Beste und es reicht halt manchmal nicht. Natürlich lernt man mit der Zeit damit umzugehen, aber ganz ehrlich, das hat uns ja jetzt so überrannt, das ist halt schwer.